So, der Podcast ist im Kasten und wir haben diesmal, ich sage es jetzt in meinen Worten, ein paar Special eingebaut. Das heißt, wir werden etwas anderes darstellen, als das wir normalerweise gewohnt sind. Also die Janusz und ich und natürlich auch unsere Zuhörende. Und wir hoffen, dass ihr daran Spaß habt. Und ja, ich bin neugierig, vielleicht habt ihr ja mal einen Kommentar dazu. Ihr müsst es natürlich bis zum Ende anhören, damit ihr auch wirklich bis zum Ende alles mitbekommt, was wir so eingebaut haben. Janosch, wie fandst du das heute? Hat sich wieder eine Stufe professioneller angefühlt. Also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich bin auch gespannt dann aufs Endergebnis. Jetzt ist es nicht mehr ganz so einfach wie vorher, dass wir einfach ein Gefühl haben, so ja, wir haben ja darüber geredet. Wir haben heute zum Beispiel über ein bisschen Apokalypse, Weltuntergang geredet. Alois Ihlmeier kam auch mal kurz vor, über Apokryphen, über Edom und Esau und so weiter und viele, viele Themen, aber das Hauptthema war eigentlich ein Vers aus dem Lieber Alma wieder, Back to the Roots sozusagen, Vers 9 von Kapitel 3, Rahochuit, nämlich lauert, zieht euch zurück und auf sie. Da geht es also gegen Ende dann ein bisschen drum, der Hauptteil ist heute etwas ans Ende gerutscht, aber viele spannende andere Themen. Hört rein, bis zum Ende, wie Jaron schon angemahnt hat. Der Liberal-Podcast. Mystik, Magie und Ethik als ganzheitliche Lebensphilosophie. Hedde amit akarsz, a törvénynek az egésze legyen. Heute mal auf Ungarisch der Einstieg. Grüß dich, Aaron. Wie geht es dir? Grüß dich, Janosch. Ja, mir geht's super. Und es hat sich irgendwie ein bisschen dämonisch angehört, fast. Nicht wie du es Wer weiß? vorgetragen hast, sondern die Sprache, ne? Also Wer die weiß, wo die Redensart. Ungarn wirklich herkommen? Gibt es ja eine große Debatte in der Wissenschaft. Ich glaube, es zählt einer zu den schwierigsten Sprachen überhaupt, gell? Finnisch, Ungarisch und ich Ja, meine, das das war sagt noch man manchmal. Polnisch. Also Aber Ungarisch soll. ich glaube Chinesisch wäre für mich auch auf jeden Fall sehr schwierig, eher Ja, schwieriger. aber ich meine so im europäischen Raum. Ja, es wird halt meist gesagt, Ungarisch hat irgendwie, was weiß ich, 36 Fälle, was Deutsch nur 4 Fälle hat, aber es ist alles. 36, echt? Ich weiß, Ja, dass aber die das ist eigentlich nicht Polnischen so. 6 Fälle haben und die Russen 5, so viel Ja, ich weiß, aber aber es 36. ist halt die Frage, ob man das wirklich als Fälle bezeichnen soll, weil alles, wenn du sagst, von dort, also zum Beispiel von dem Haus, das ist immer ein Fall. Im Deutschen ist es halt einfach eine Präposition. Ja. Im Ungarischen wird es halt hinten dran gehängt, das ist der einzige Unterschied. Also, man kann die Dinge auch heißer kochen, als sie gegessen werden, wie man so sagt. Also, Mein Ungarisch ist schon erlernbar, sage ist ich mal. Ungarisch eigentlich von Natur aus schon gegendert? Ja, das habe ich glaube ich schon Gell? mal erwähnt. Da gibt es Wie im kein Englischen. Geschlecht. Ja, noch mehr als im Englischen. Im Englischen gibt es ja he und she. Das Aha, gibt es im Ungarischen stimmt. so eigentlich nicht. Es gibt nur ö, das heißt er, sie, es. Das kann alles bedeuten. Aha. Aber ja, das hat die Ungarn, wie schon mal formuliert, nicht davon abgehalten, über Jahrhunderte sehr chauvinistisch den Frauen gegenüber zu sein. Also Ja gut, so okay, viel zur Gendersprache. das ändert im Verhalten ja nicht unbedingt was von der Sprache aus betrachtet. Ja. Wie ist das Wetter bei euch? Bei uns gab es gestern Ultragewitter, Ultraregen, Stromausfall, glaube 2 Stunden insgesamt. Ja, ich habe auch Und gelesen von einem Stromausfall hier bei uns in der Gegend, aber habe ich nichts von mitbekommen. ja, ich habe es mitbekommen, ich bin mit Kerzenlicht da gesessen und habe gedacht, scheiße, ich kann nicht lesen mit Kerzenlicht, das ist wirklich schlecht. Und dann fiel mir ein, ich habe ja so eine solarbetriebene Lampe, die habe ich immer in der Fensterbank stehen und dann habe ich die ausgezogen und dachte ich, ah, vielleicht brauchen es meine Eltern eher als ich. Dann habe ich es meine Eltern gegeben. Dann habe ich gedacht, was willst du machen? Dann gehst du halt ins Bett. Aber es ist interessant, dass du wenn du jetzt im 21. Jahrhundert lebst und du denkst, okay, da ist alles Strom, dies und jenes, ne? Und dann denkst du, hey, auf einmal ist das weg. Interessante Geschichte. Und dann guckst du so raus, alles dunkel. Und dann siehst du gerade aber so an den Fenstern zum Teil, wie das Licht flackert. Und dann weißt du, ah, die haben eine Kerze angezündet. Hat schon etwas mit Romantik zu tun, wenn man so betrachtet. Und Aber. jeder, der sich mal mit dem ganzen Prepper-Thema auseinandergesetzt hat, der hat halt auch solche Szenarien sicher schon mal durchgespielt und hat die ein oder andere Ersatzlichtquelle zu Hause. Es muss ja nicht eine Kerze sein, kann ja auch irgendwie Solarlampen oder Gravitationslampen gibt es auch. Also es gibt da schon einiges.
Meditationslampen. Ja, das hat so ein Gewicht, was dann langsam runter, also wenn du es hochgezogen hast, immer langsam runtergeht und dadurch wird irgendwie ein Mechanismus angetrieben, der Licht erzeugt, wie so ein Dynamo oder irgendwie sowas. Okay. Und das hat extra so konzipiert, dass das Gewicht sehr, sehr langsam runtergeht und dadurch halt möglichst die gesamte kinetische Energie quasi irgendwie ausnutzt. Ich habe so ein Ding noch nie selber gesehen, aber ich weiß, es gibt sie. Okay. Habe ich noch nie gehört, aber gut. Aber ich persönlich würde, glaube ich, auch eher zur Kerze und vielleicht noch zu Spiegeln greifen, um das Kerzenlicht ein bisschen zu verstärken oder sowas. Weil ich habe ja auch ganz schlechte Augen. Gerade Licht ist das Entscheidende. Also gar nicht so sehr, ich kann auch ohne Brille lesen, wenn Sonnenlicht herrscht, aber künstliches Licht ist ganz schwierig. Da muss es schon richtig hell sein. So. Ja, das macht echt viel aus mit dem Licht. Das kriege ich ja auch mit, werde ja auch älter. Dass ich dann merke, hey, ich brauche Licht, wenn ich was lesen will, also ohne Brille dann, ne? Und dann merke ich so, wow, also was das für einen Unterschied macht mit dem Licht, ne? Dann sieht man besser. Kennst du diese eine Geschichte von Crowley zum Thema so ein Brillenmacher Ja, aus dem Equinox? Weißt du, was ich ja, meine? Boah, ja, ich, leider ja. weiß ich nicht mehr den Titel, aber die sei hier mal empfohlen. Und mal was ganz anderes, wer Crowley sonst nur so als großen Okkultisten und Lehrtextverfasser kennt. Das ist halt wirklich einfach eine Geschichte, natürlich schon mit okkultem Inhalt, metaphorisch zu verstehen und so, aber erzählt er halt von jemandem, der solche Brillen herstellen kann, die den Menschen immer die Realität sehen lassen. Und damit kommt er halt gar nicht gut an. Dann optimiert er sein Geschäftsmodell ein bisschen. Und, na, ich kriege auch nicht mehr den gesamten Spannungsbogen zusammen, aber ein Grund mehr, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, selbst mal reinzulesen. Ich glaube, es ist in der ersten Ausgabe vom Equinox. Ich glaube auch, oder was heißt, ich glaube, ich meine, es war im Blue Equinox, also in der deutschen Ausgabe, meinte ich was drinnen. Aber ich Vielleicht weiß es auch nicht finden mehr wir es und dann genau. können wir es in die Videobeschreibung setzen. Ja, können wir auch dann so machen, genau. Naja, dann lassen wir mal Jana sprechen und die Zahl. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, berechne die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Podcastes Zahl und seine Zahl ist 30. Lamed. Das Zeichen mit der 30 als Zahlenwert. Als Wort bzw. Vorsilbe le bedeutet es hinzu oder auch für. Das Lamed selbst hat dabei die Form eines Ochsenstachels, jenes Instruments, mit dem das Tier angetrieben wird. Auch das Tier in uns. So steht die 30 für die Bewegung, für das Losgehen, das sich Aufmachen hin zu einem Ziel. Ist es nicht also einfach der Wille? Auch das Lernen heißt Lamed oder Lamad. Denn das immer weiter Lernen von den Wundern der Schöpfung ist es, was uns auf unserem Weg durch eben diese Schöpfung führt und leitet und das uns als Individuen wieder mit dieser ganzen Schöpfung verschmelzen lässt. Auch das Wort Ki hat die 30 als Wert. Es bedeutet dennoch, trotzdem. Denn die 30, dieser Ochsenstachel, gibt uns die Kraft, trotz aller Widrigkeiten weiterzugehen, uns nicht von unserem Ziel abbringen zu lassen. Ein weiteres bemerkenswertes Wort dieses Zahlenwertes 30 ist Yehuda. Der Name des Stammvaters der Juden, auch Name des Reiches, in dem der Tempel steht, wo die Verbindung von Himmel und Erde verwirklicht ist. Und Yehuda bedeutet, er lobt den Ewigen und dankt dem Ewigen aus purer Freude am Leben. Denn diese Freude ist es, die uns antreibt, die uns unser Ziel auch zum Trotze aller Neinsager verfolgen lässt. Lamed. Die 30. Kommen wir zu den Kommentaren. Diesmal haben wir uns einen Kommentar ausgesucht von Questor Lumini. Ja, der hat geschrieben unter dem letzten Video, wo wir mit Ivan als Gast eine Folge gemacht haben. Ich halte auch viel von der Weisheit, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Besonders bezogen auf die christliche Mysterientradition oder überhaupt das Altäonische. Voltaires Einstellung finde ich bewundernswert. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Ivan als euer Gesprächspartner gefällt mir sehr. Den könnt ihr gerne mal wieder einladen. Zum Crowley-Kommentar über die Verbrennung des Liberal nach dem erstmaligen Lesen fällt mir ein, wenn man dies nicht tut, ist es das eigene Risiko, das man eingeht. Und das verantwortet man selbst.
Ich lese hier eine Erziehung zur Eigenverantwortlichkeit heraus, statt dass Crowley meint, wie so viele weißlichtige spirituelle Strömungen es tun, dieser spirituellen Lehre zu folgen wäre absolut der Safe Way. Den absoluten Safe Way gibt es nicht. Jede Entscheidung, die man trifft, ist ein riskantes Wagnis. Und die Konsequenzen daraus lernt der mündige Mensch selbst zu verantworten. Liebe Grüße 93. Ja, warum er jetzt da Ivan erwähnt hat, ist mir zwar ein Rätsel, aber nein, Ivan, alles gut. Wollte ich nur ärgern. Kennst mich ja. Ja, schöner Kommentar. Ja. Das Ja, Kind nicht mit der kann man, Bade glaube ich, so aus, stehen lassen, einfach. ja, das Kind mit dem Bade nicht auszuschütten. Ich glaube, das hat er sich auf, da hat er sich auf mich bezogen. Beim letzten Podcast war das ja der Kommentar. Und ja, kann man tatsächlich so sehen. Ansonsten ist mir, für mich stellt sich immer die Frage, ist das wirklich so? Würde ich tatsächlich mein Leben dafür hergeben, damit der andere trotzdem das sagen kann, was der andere meint, sagen zu wollen? Das ist immer so die Frage, die ich mir dann stelle. Es hört sich immer so super toll an, ne? So die Meinungsfreiheit für den anderen und dafür kämpfe ich bis zum Tode und so. Aber dann denke ich mir, ist das wirklich so? Also würde ich wirklich mein Leben dafür einsetzen? Das sind so Dinge, wo ich mir dann, hört sich toll an, aber ich bin da sehr skeptisch bei sowas. Ja, und halt auch die Frage, ob Voltaire es wirklich dann getan hätte, wissen wir nicht. Ja, das Weiß er wissen wir selbst nicht. vielleicht nicht, wenn er nie in der Situation war. Aber ja, ein hehrer Anspruch natürlich. Ja. Na gut. Ach so, genau, wegen der Eigenverantwortlichkeit. Das habe ich tatsächlich noch nicht so gesehen. Na, den unteren Absatz, wo er dann reinschreibt, und das verantwortet man selbst. Ich lese hier eine Erziehung zur Eigenverantwortlichkeit heraus. Und da dachte ich mir, ja, tatsächlich, das kann man tatsächlich auch so sehen. Ne? Oder das hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Wir haben es dann eher so als Prüfung der Eigenverantwortlichkeit gesehen, weil ja eigentlich das ganze Buch vorher sagt, tu, was du willst, lass dir nicht von irgendwelchen Dogmen reinquatschen. Ah, stimmt, Und am Ende stimmt. stellt er halt das Dogma auf, jetzt tu aber das und das und rede nicht darüber und so und so. Und ja, eigentlich ein Widerspruch zum ganzen Inhalt des Buches. Ja, hast du recht, stimmt. Aber die Widersprüche sind es halt, die uns aufknacken, aufbrechen, unsere falschen Schalen und Hüllen. Na gut, dann kommen wir zu dem Thema oder zu einem Thema, was mich immer wieder mal so piesackt und ich dann gerne mal in den Podcast reinwerfe. Und diesmal hat es was mit Weltuntergang zu tun. Janusz, wie stehst du eigentlich auf Weltuntergänge? Für mich geht die Welt in jedem Moment der wahren Einsicht in das Wesentliche unter. Insofern erstmal positiv, aber so wie es halt leider viele verstehen, davon halte ich nicht so viel. Also von irgendwelchen Untergangsszenarien, Angst um ihre Existenz zu haben, davon rate ich allgemein ab. Dann ist es ja aber so in der Bibel mit der Arche Noah und seine Kompagnon, das ist dann für dich dann ja symbolisch gemeint, das weiß ich ja eh. Das Die und Bibel zweitens sind es ja verstehst du auch so. eher Transformationen als Untergänge, weil es geht ja danach immer weiter. Also es ist ja nicht so, dass dann alles vorbei ist, sondern eine Welt endet, eine neue beginnt. Und Okay. insofern. Ja, dann will ich dir mal was erzählen. Ich habe ja mir ein Buch gekauft, das Steinzeitparadoxon. Da steht noch dazu, muss die frühe Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden? Fragezeichen. Das ist von einer Frau geschrieben worden, die Frau Dr. Yvonne Strattmann, die hat Biologie studiert und hat sich dann nebenbei beschäftigt mit der Menschheitswertung, also ne, vom Menschenaffen bis zum Homo sapiens. Und hat sich dann vor allem mit der Mythologien auseinandergesetzt von verschiedenen Völkern, wie zum Beispiel die Hopi-Indianer, auch der Talmud wird erwähnt, die Perser werden erwähnt und die Buschmänner und was weiß ich was. Und hat es dann mit der heutigen Stand der Wissenschaft versucht, das mal aufzuschlüsseln. Und insbesondere hat sie sich mit den Hopi oder Hopi-Indianer auseinandergesetzt, weil die doch relativ präzise sind und bringt dann halt Beispiele, von den Geschichten, die die Hopis so erzählen, die sie vermutet seit Jahrtausenden mündlich übertragen haben.
Und man hat zum Beispiel festgestellt, dass im 16. Jahrhundert war das, glaube ich, haben die Spanier das damals aufgeschrieben. Und dann hat man das mit den heutigen Erzählungen der Hopi-Indianer verglichen. Und man war richtig, richtig überrascht, dass es fast 1:1 übertragen wurde, also nach 400, 500 Jahren. Und wir kennen das ja mit der Stille Post. Normalerweise geht immer irgendetwas verloren und dann wird was Neues hinzugefügt und die Fantasien im freien Lauf. Wir kriegen das ja in der heutigen Zeit extrem stark mit, also ich zumindest, wo ich dann immer wieder denke, ja, Stille Post. Na, da werden dann Gerüchte losgetreten und dann auf einmal, ja, ist der Baum ein Außerirdischer, der irgendwelche Menschen töten will. Aber ich glaube, weil den Menschen die Dinge nicht mehr heilig sind, weil das, was du da erwähnst, solche Hopi-Geschichten, die sind für die ja heiliges Gedankengut oder Erzählgeschichtengut gewesen. Genauso wie die Bibel halt für die Hebräer damals diese heilige Schrift war. Und deswegen wurden auch in irgendwelchen Qumran-Höhlen Schriften gefunden, die eigentlich nahezu identisch sind wie mit den Jahrhunderte später nachgewiesenen. Also es ist eine Frage der Motivation, wie gut die Stille Post funktioniert oder ob es Ja. halt alles verzerrt wird. Ja, absolut. Also, ich meine, gut, andererseits kann man sich dann auch überlegen, wenn mir einer was erzählen will, was angeblich vor zigtausende Jahre passiert ist, wo ich dann denke, ja, Alter, geht's noch? Ich denke, da musst du auch dann die richtigen Leute raussuchen oder rausfinden oder ja, raussuchen oder erziehen dementsprechend, dass sie das dann auch tatsächlich 1:1 übernehmen. Und die Hopi-Indianer gehören zu den wenigen Völkern, die tatsächlich ihre Traditionen behalten haben und ihre Kultur und dementsprechend auch leben. Und sie hatte in Kurzform jetzt erzählt, es gibt, ich glaube, 4 Weltuntergänge gab es. Weltuntergang kann man so verstehen, also die Erde ist tatsächlich platt gemacht worden in der Oberfläche. Einmal wurde sie komplett verbrannt, einmal wurde das Wasser irgendwie, ne, Arche Noah-mäßig, einmal wurde das Eis überzogen. Und sie hat halt es dann verglichen mit den, mit der Aussage von den Hopi, wie war das damals, was ist da tatsächlich passiert, und hat dann den Stand der heutigen Wissenschaft genommen und hat es dann verglichen. Was war denn eigentlich vor so und so viel Tausenden von Jahren? Und war dann immer wieder überrascht, wie gut das überhaupt gestimmt hatte von der Aussage der Hopi und der Aussagen der Wissenschaftler. Und die Menschen sind zum größten Teil darum gestorben, also nicht alle, aber fast alle, also fast alle heißt locker 90%, sind deswegen gestorben, weil sie den Schöpfer nicht geehrt haben, der sie sozusagen erschaffen hat und natürlich auch die Erde und das ganze Universum. Und das fand ich doch sehr interessant, wie schnell der Mensch insofern gottlos wird und dann sich der Materie hinfügt. Wobei ganz klare Geschichte, Materie ist genauso wichtig wie der Geist für mich. Wir brauchen immer das ständige Gleichgewicht. Aber wenn man sich zu stark, ich sage jetzt mal, auf der Seite der Materie sich bewegt, dann würde ich sagen, okay, dann haben wir ein kleines Problem. Ich sehe das aber auch genauso auf der spirituellen Seite. Es gibt ja auch die Fanatiker, die dann nichts anderes gelten lassen, außer ihre Wahrheit, und alles andere muss getötet werden und platt gemacht werden. Oder der Einsiedler, wie das bei der Zarathustra von Nietzsche auch schön beschrieben würde, ne, wie er so gelästert hat über die Menschen und ja, geh doch dahin und du wirst schon noch merken. Und er hat ja die Wahrheit der Einsiedler und deswegen habe ich mich zurückgezogen, alles andere ist Quatsch. Ne, und dann denke ich mir, das ist ja auch Materie auf eine gewisse Art und Weise, weil die Struktur des Menschen doch sehr, sehr fest ist in gewisse Vorstellungen über irgendwelche andere Dinge. Und ich kann das Buch nur empfehlen. Kaufen, lesen, verstehen und sich vorbereiten, weil es gibt nämlich noch ein anderes Buch und das ist von Horst Lüning. Ich weiß nicht, ob manche von euch nicht Horst Lüning schon kennen. Der hat einen eigenen YouTube-Kanal. Müsst ihr einfach mal eingeben, Horst Lüning. Oder ich mache das noch besser. Ich werde es unten verlinken. Der hat ein Buch geschrieben, Katastrophenzyklen. Ah, bevor ich weitergehe, Horst Lüning ist ein er hat, ach Gott, war jetzt, ich meine, er war Raketenwissenschaftler, also war schon dementsprechend unterwegs mit Raketen und allem drum und dran, Weltraum, kennt sich also sehr gut aus, kann logisch denken. Ist dann irgendwann rausgegangen und hat jetzt einen eigenen Shop, in dem er Alkohol verkauft, und zwar Whisky. Und zwar ist Whisky, wie Mark Friedrich sagt, eine gute Wertanlage.
Also du kaufst eine Flasche Whisky, die kostet jetzt 1000 Euro und irgendwann kostet sie 5000 Euro, weil immer dann, wenn eine Flasche angebrochen wird von der Marke, umso teurer wird dann die andere Marke, ne? Und wenn du dann halt von 20 Flaschen nur noch eine hast, 20 Flaschen haben jeweils 1000 Euro gekostet, dann kostet die eine Flasche vielleicht 50.000, so in der Richtung. Ne? Je seltener, umso höher der Wert. Und ich halte sehr viel von ihm. Er hat einen super Kanal. Er tut sich wirklich mit allem auseinandersetzen. Er ist so leicht libertär unterwegs, aber setzt sich auch mit Solarenergie auseinander. Hat ein Tesla-Auto zu Hause und findet grünen Strom super. Nur die Grünen findet er nicht super. Und es gibt kein Thema, wovor er sich nicht scheut. Und das Buch hier, Katastrophenzyklen, was er geschrieben hatte, das beschreibt sozusagen Zyklen. Also Zyklen sind sowas wie der Sommer, Herbst und Winter. Oder Ebbe und Flut, ne, Tag und Nacht, das sind Zyklen, die immer wieder kommen. Und er beschreibt das insofern, dass halt wir in so einem, ich beschreibe es mal in meinen Worten, so eine Art Uhrwerk drin sind, in dem dann immer in bestimmten Zeitrhythmen gewisse Zyklen dann auf uns zukommen. Ne? Und das letzte Video, wo er, oder das vorletzte, wo ich das angeschaut habe bei ihm, hat er dann gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit zu 90% nicht, dass die Menschheit zu 90% ausgerottet wird, liegt bei der, was hat er gesagt, von der Null aus gesehen weit drüber. Ne? Also das heißt, also er geht schwer davon aus, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird, und er geht davon aus, das wird in der nächsten, ja, 20 Jahre oder so passieren. Und das finde ich natürlich schon extreme Aussage von so einem Menschen, der wirklich stabil im Leben steht, also wirklich fest mit den Füßen auf dem Boden. Und dann denke ich mir, ja, ist da tatsächlich was dran? Ich selber bin ja, ich nenne mich gerne so ein Katastrophalist. Das ist einer, der an die Katastrophe glaubt und daran hofft, dass sie auch wirklich kommt, meine Damen und Herren. Und ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ne? Aber Janosch ist schon schwer am Schmunzeln und an seinem Bart zupfend. Es ist aber tatsächlich so, schon in jungen Jahren habe ich mich immer für sowas interessiert. Stephen King, der Autor, der hat das Buch geschrieben, The Stand, ist ein richtiger Wälzer. Das habe ich 3, 4 Mal durchgelesen, weil es eben um sowas geht. Da breitet sich eine Seuche aus, die Menschheit ist fast ausgerottet und sie versucht sich jetzt halt neu aufzubauen. Ne? Und ich frage mich dann, okay, wenn das tatsächlich so sein sollte, in 10, 20 Jahren geht die Welt unter. Nehmen wir das einfach mal als Tatsache an. Was mache ich dann aus meinem Leben? Was mache ich tatsächlich dann aus meinem Leben? Gehe ich dann weiter arbeiten, verdiene mein Geld, zahle meine Raten ab, oder sage ich, hey, da muss vielleicht doch etwas mehr geben, oder es gehört tatsächlich zu meiner Erfahrung, ja, arbeiten zu gehen, die Raten abzuzahlen, spricht ja absolut nichts gegen irgendwas. Es ist ja nur die Frage bei sich selbst, wie würde ich umgehen, wenn ich nach 10, 20 Jahren weiß, okay, ich gehöre nicht zu den auserwählten 10%, sondern ich bin bei den Toten. Das erinnert mich auch an dem, was die Samurais immer gesagt hatten, dass sie so gelebt haben, als würden sie am nächsten Tag sterben oder jederzeit im Angriff sein, also dass sie angegriffen werden und sterben könnten, ne, durch einen ehrenvollen Schwertkampf zum Beispiel. Und Janusz, du bist ja nicht so davon überzeugt, aber wenn man sich das so überlegt, wenn du die heutige Welt anschaust, wie die so konstruiert ist, wie unfassbar unlogisch, widersprüchlich und selbstzerstörerisch das Ganze ist, wo man schon vorhersehen kann, dass das eher in die Richtung geht, wo ich dann immer sage, da braucht es einen gordischen Knoten, da muss das Schwert kommen von Alexander, der den Knoten durchhaut, und ja, dann geht die Welt halt zugrunde, aber man kann wieder neu aufbauen. Wie ist das für dich? Glaube. Also da gibt es so viele Ansatzpunkte jetzt für mich. Vielleicht mal als grundsätzliche Aussage. Da bin ich ganz bei Luther, der, glaube ich, mal gesagt hat, und wenn morgen die Welt untergehen sollte, so will ich heute trotzdem noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Also einfach, was man hier tut, macht man sowieso nicht in erster Linie für diese materielle Welt, sondern die Früchte sind ewig. Deswegen spielt es für mich relativ wenig eine Rolle, was jetzt aus diesem Abschnitt der Geschichte der Erde oder der Welt oder wie man es nennen will, wird. Natürlich, solange ich hier bin, will ich das auskosten, will ich tun, was ich für das Richtige halte, meinem Weg folgen und so weiter. Aber für mich ist klar, auch die Schöpfung ist ewig, denn sie ist Teil eben letzten Endes des Schöpfers und dadurch natürlich ewig. Die Formen in dieser Schöpfung, die verändern sich die ganze Zeit, die transformieren sich, gehen verloren und setzen sich neu zusammen und so weiter.
Aber deswegen ist für mich ein sogenannter Weltuntergang in so einem Sinne, dass eine Katastrophe einbricht und die Menschheit ausrottet. Mal abgesehen davon, dass ich einfach nicht glaube, dass es passieren würde, aber das kann ich natürlich jetzt nicht beweisen, ist für mich einfach keine Bedrohung so in dem Sinne. Aber noch eins kommt dazu, gerade weil du den Vergleich aufgemacht hast von, ja, wenn ich jetzt wüsste, in 20 Jahren geht es zu Ende, wie würde ich mein Leben führen? Oder halt den Samurai, die einfach sagen, ich stelle mir einfach immer vor, als ob heute mein letzter Tag ist. Da bin ich ganz klar bei den Samurai und sage, das ist doch eigentlich die Art, wie man wirklich ins Leben gehen sollte, weil ob jetzt in 20 Jahren die Welt berechneterweise untergeht oder nicht, spielt eigentlich ja keine Rolle, wenn man es ein bisschen größer sich den Maßstab anguckt, weil auf jeden Fall gibt es keinen Zweifel daran, dass wir im physischen Sinne irgendwann sterben werden. Selbst wenn wir vielleicht 120 werden oder was auch immer, wir haben nur noch ein paar Jahrzehnte. Also ob es jetzt 20 Jahre sind, die man ganz fest berechnet hat, oder irgendwie 30 bis 70 Jahre, die man so ungefähr abschätzen kann, macht für mich da überhaupt keinen Unterschied. Es bleibt die Tatsache bestehen, das Irdische, das bleibt nicht in dieser Form erhalten auf unendlich, sondern es verändert sich. Und das, was ich hier habe, wird vergehen in dieser Form. Aber das kann auch morgen schon vergehen. Deswegen fand ich ja auch die letzten 3 Jahre, also jeder weiß, worauf wir hier anspielen, eigentlich auch ganz gut, weil es halt die ganz normalen Menschen dazu gebracht hat, in Betracht zu ziehen, morgen kann alles anders sein. Du weißt nicht, was wieder für Maßnahmen erlassen werden. Oder sogar die, die halt an den ganzen Narrativ fest geglaubt haben, die haben halt gedacht, morgen kann ich schon tot sein, weil ich mich halt mit einer gefährlichen Seuche anstecke. Also da ist dieses Bewusstsein, dass eigentlich man nie weiß, was das morgen bringt, schon gar nicht, was das nächste Jahr bringt, geschweige denn, was in 20 Jahren sein wird. Das Bewusstsein wurde dadurch bei den Leuten so ein bisschen hervorgerufen. Und das finde ich erstmal gut, gesund. Wenn also solche Katastrophenszenarien auch dazu führen bei manchen Leuten, dass sie sich mehr bewusst ihr Leben vor Augen führen, entscheiden, was sie wirklich wollen im Leben, ja gut, dann hat es einen guten Effekt, dann sollen sie es so nutzen, klar. Aber für mich ist es irgendwie überhaupt kein Werkzeug, weil mir reicht aber die Tatsache, dass wir alle irdisch sterblich sind, also sowieso dieser Untergang irgendwann kommen wird, ob jetzt morgen oder irgendwann, weiß ich eh nicht. Also kann ich jeden Tag so angehen, als ob es mein letzter ist. Und auch da wieder dieser schöne Spruch, ich weiß nicht, ob er vielleicht so von Konfuzius oder irgendwie sowas kommt. Lebe jeden Tag, als ob es dein letzter wäre, aber lerne, als würdest du ewig leben. Also das halt schon, das nicht heißt, jeden Tag als den letzten zu betrachten, dass man jetzt irgendwie Amok läuft oder sowas, sondern dass man halt schon noch was für die Ewigkeit oder für die Unendlichkeit oder wie man es nennen will, daraus mitnehmen will. Also nicht alles egal ist sozusagen, weil ja eh morgen alles vorbei ist, sondern das Beste aus beiden Sichtweisen man quasi nimmt. Also die Freude an jedem Moment, als ob es halt der letzte sein könnte, aber trotzdem halt schon irgendwie die Weitsicht, dass es immer weitergehen wird und halt entsprechend man die Erfahrung auch verwerten will und verdauen will, reifen lassen will, Konsequenzen ziehen will und so weiter. Also ich habe, wo ich die Gedanken selber bei mir hochkamen, habe ich mir so gedacht, im Endeffekt werde ich mich mit Sicherheit nicht auf irgendetwas vorbereiten. Also dieses Prepper und ja, das ganze Zeug kaufen, wobei ich habe ja schon gut davon eingekauft oder einen Vorrat anlegen, das haben wir ja schon mal darüber geredet. Das habe ich bleiben lassen, auch Gold und Silber und so ein Zeug kaufen, Bitcoin, sondern ich habe mir da so gedacht, nee, ich mache gar nichts. Ich mache jetzt einfach so weiter wie bisher. Das ist die Sache für mich absolut wert und da stehe ich auch voll dahinter. Und ja, ich habe so einen Lieblingsspruch von den Christen oder aus der Bibel, besser gesagt. Und ich wanderte durchs finstere Tal. Und es Ich geschieht schon kein wanderte Unglück im mit mir, finsteren genau. Tal, Ja, genau. Und es fürchte geschieht keinen. ein Unglück, ja, denn du bist bei mir. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht etwas, was mir Kraft gibt, sondern das ist einfach ein Vertrauen in mir drin, wo ich sage, hey, wenn es so ist, dann ist so. Im Endeffekt habe ich jetzt 10, 20 Jahre Zeit, sollte es tatsächlich so sein, ne, mehr zu tun von dem, wo ich davon überzeugt bin, dass es mein wahrer Wille ist. Und bis dahin, ja. Schauen wir mal, was dann tatsächlich auf mich zukommt. Andererseits aber ist es schon eine spannende Geschichte. Ich meine, wenn du überlegst, ne, du 10, 20 Jahre und ich meine, das sagt ja die Frau auch oder die Hopi-Indianer in dem Falle, die sagen ja auch, die Zeit ist nahe. Da gibt es ja auch so, wie sagt man, Vorzeichen, die dann da sind und dann, oh, jetzt sind wir schon, ne, da ist ja das Spinnennetz zum Genau, Beispiel, ja, ich was wollte man gerade im sagen, Himmel das sieht. sind die Hopis mit dem Ja, Spinnennetz am genau. Himmel und Und so. das Haus, was vom Himmel fällt und solche Dinge, ne, wo man eher davon ausgeht, ob das nicht vielleicht die Isis, ja,
die Raumstation der Russen, ne? Ob das nicht das Yes. sein könnte, oder IS, ich weiß es nicht. ISS meinst du? Die ISS, internationale so, ja, genau, Space. ihr ja, ISS, sowas, genau, nicht die ISIS, ja. Das Haus, was vom Himmel fällt. Ja. Quasi. Könnte möglich sein, man geht ja davon aus, dass es irgendwie, also, dass es schon passiert ist, irgendwas mit blauer Stern, aber keine Ahnung, was jetzt damit gemeint war. Auf jeden Fall trotzdem eine ultra spannende Zeit, meiner Ansicht nach, in der wir leben, weil wir definitiv auf etwas zugehen, was für uns alle, vielleicht, man sagt ja auch zum Beispiel, viele, oder wir haben so viele Seelen auf diesem Planeten, die sich inkarniert haben, um diese Geschichte, die wir zukünftig, also bald erleben werden, mitzuerleben, um einfach diese Erfahrung auch zu sammeln. Andere erzählen ja dann, wir switchen dann in eine andere Dimension rüber. Mag sein. Ist mir eigentlich auch ehrlich gesagt richtig breit. Ich finde es nur spannend und ich bin neugierig, was da auf uns zukommt. Und ja, Dem ist ja auch Halleluja. nichts einzuwenden. Also ich würde nur immer empfehlen, den Fokus auf das Jetzt-Erleben zu legen und nicht so sehr sich darauf zu freuen, was da noch kommt. Das kann natürlich mit dabei sein, aber niemals nur auf das, was kommt, freuen und sich ärgern, Nee, dass das man ist noch nicht klar. da ist, sondern halt das, was man jetzt hat, in erster Linie Genau. feiern, nutzen, Genau, das auskaufen. hast du das nicht bei deinem letzten Video mit Ivan, glaube ich, wo es um deine Reihe ging, die du Lebensweisen, glaube ich, Lebensart, Lebensart. Lebensart genannt hast, wo du gesagt hast, ich habe es jetzt in meinen Worten übersetzt, der Weg ist das Ziel. Ne? Also, dass du, ja, wie sagt man, ohne Ziel quasi das tust, was Sichtlos, dein Wille ist, absichtslos, Absichtslosigkeit, genau. 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 Ja, und daran habe ich nicht gedacht. Ja, aber bevor ich es vergesse, weil zu den Hopis habe ich noch überhaupt nicht irgendwie was gesagt. Diese Idee mit den, dass weil die Menschheit von dem Gott abgefallen ist, dann so eine Art Katastrophe kommt. Das finde ich auch interessant, dass es halt scheint auch total universal verbreitet ist, dass solche großen Katastrophen immer sich so erklärt werden, Ja. dass halt man irgendwie was falsch gemacht hat, obwohl es eine Naturgewalt ist ja in der Regel, die dann so dieses Ereignis auslöst. Das ist in der Bibel bei der Sintflut ja ganz eindeutig so. Bei der Offenbarung in der Bibel ist es eigentlich auch so. Da wird auch hauptsächlich von halt, ja, weil alle abgefallen sind und so und so. Und jetzt kommt die große Reinigung. Und so ist es anscheinend auch bei den Hopi. Ich weiß nicht genau, wie es so bei den Hindus ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch solche Ideen auf jeden Fall mit dabei sind. Ja. Da fällt mir gerade was ein, und zwar für die, die sich jetzt mit dem Liberal Religis auskennen. Bei den Hopis wurde erzählt, dass der Schöpfer, und übrigens der Gegenpart war der unendliche Raum. Na, das erinnert mich dann natürlich stark an Nuit, und der Schöpfer wäre in dem Fall vielleicht Hadith. Die haben die Spinnenfrau erschaffen, und die Spinnenfrau hat wiederum die Menschheit erschaffen, beziehungsweise die hat zwei Zwillinge, also nicht zwei Zwillinge, ist ein Quatsch, Zwillinge erschaffen, also zwei Kinder, zwei Menschen, zwei Zwillingskinder, die jeweils an den Polen der Erde gesetzt wurden. Und die hatten sozusagen die, oder die haben die Aufgabe, die Erde oder die Magnetfeld in dem Falle stabil zu halten. Und es gibt ja sowas wie die Polumkehrung, und die Polumkehrung wird auch so verstanden, dass der komplette Globus sich dann dreht. Und dann ist der Süden unten, was es im Weltraum nicht gibt, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Und der Norden ist oben. Damit ist es aber nicht gemeint, sondern es ist eher, geht's in die Richtung, dass man sagt, dass das Magnetfeld abnimmt, beziehungsweise das Magnetfeld Nordpol geht nach unten in den Süden, und vom Süden geht es wieder nach oben. Und das ist das, was die Zwillingskinder als Aufgabe haben, und die müssen dann bei einer, ich weiß nicht, ich glaube, bei dem dritten Weltuntergang verlassen die dann sozusagen ihre Position, und dann passiert halt diese Polexkursion, glaube ich, so heißt das, dass sozusagen die Magnetpole umkippen, und auf einmal sind die unten, also im Norden statt im Ja, Süden. Umpolung nennt man es, glaube ich. Also Ja, weil halt wie genau. bei einer Batterie der Plus- und der Minuspol quasi schlagartig Genau. sich vertauscht. Umändert, ne? Und dadurch passieren natürlich bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die UV-Strahlen. Wir sind da nicht mehr geschützt, weil das ja sowas wie eine Art Schutzmantel ist, dieses Magnetfeld. Und ich musste da unweigerlich an den Liberalvers denken. Der geht so: Heil, ihr Zwillingskrieger, um die Säulen der Welt, denn eure Zeit ist nah. Ne? Und ich dachte mir, ich interpretiere das Liberal Religis grundsätzlich auf mich selbst, so wie das jeder meiner Ansicht nach bei sich selbst natürlich auch so, tun soll. Und da dachte ich mir, aber vielleicht ist es tatsächlich ein Ereignis, wo
stattfinden wird, also richtig stattfinden wird, wo jeder Mensch das mitbekommt, ne? Wo ich dann denke, vielleicht ist es so eine Aussage, die sagt, hey, bald ist es hier am Dampfen. Ne? Es ist ja auch im Kapitel von Raoul Kult, ne? Ich bin ein Gott des Krieges und der Rache, ich werde hart mit ihnen verfahren. Ja, nicht korrekte Übersetzung, ich weiß, wir hatten es damals anders übersetzt. Ich werde hart mit ihnen verfahren, so war das, glaube ich, die Übersetzung. Und da dachte ich halt auch, ja, vielleicht hat es tatsächlich auch was damit zu tun, dass Raoul Kult auch die Umwelt insofern präsentiert, um zu sagen, schau mal, da werden Ereignisse passieren, die die Menschheit betrifft. Nicht nur dich alleine als Individuum, worauf ich mich immer beziehe, das liebe Allwillige ist grundsätzlich als individuelle Geschichte zu betrachten, sondern auch als Kollektiv im Sinne der Menschheit, wo ich sage, okay, vielleicht ist es tatsächlich so, dass im Liber Allvilegis im dritten Kapitel schon etwas drinsteht, wo man sagen kann, das könnte vielleicht ein Weltereignis sein, was tatsächlich jeden Menschen betrifft. Ich habe auch wieder nicht dieses Entweder-Oder überhaupt aufmachen, sondern sowohl als auch. Alles, Ja, was danke, in der danke. großen Welt sich abspielt als Schicksal, wird sich auch für jeden Einzelnen abspielen können. So wie wir über den Weltuntergang auch schon geredet haben, als eben der individuelle Weltuntergang, wo diese äußere Maya-Welt für dich untergeht, damit sich das Wahre dahinter zeigt, das zeigt sich dir auch in diesen apokalyptischen Bildern. Du erlebst dann heftige Sachen, weil es dich herausfordert, aber mit dem Ergebnis, dass du eben diese immerwährende Anwesenheit des Göttlichen in aller Materie dadurch erst erlebst, wirklich nicht nur glaubst, wie es vielleicht vorher schon war, sondern jetzt auch wirklich erlebst. Und so kann man das vielleicht, aber das ist jetzt ein ganz neuer Gedanke für mich, auch auf diese Thematik Polsprung übertragen. Weil es ist ja schon spannend, dass es bei diesem Hopi-Mythos so explizit quasi genannt wird. Also dieses Verhältnis von den zwei Polen, die dann in diesen Menschen symbolisiert sind, in diesen Zwillingen, dass die dann wirklich mit diesen Katastrophen in Verbindung gebracht werden. Weil ja auch in der heutigen Darstellung oft so gemutmaßt wird, dass irgendwie ein Polsprung für die große Sintflut verantwortlich war und vielleicht auch in Zukunft für irgendwas verantwortlich sein wird und so. Und dann ist halt für mich die Frage, okay, was ist das aber jetzt auf mich selber übertragen? Ich habe bestimmt auch diese zwei Pole, so im Sinne von das Naheliegendste wäre das ganz von oben, so von den Chakras oder sowas, das, was halt von oben reinkommt und die Kraft von unten. Also da hätten wir dann diese ganze Thematik Kundalini und Shiva, die sich eigentlich von den beiden Seiten einander annähern wollen, um sich zu vereinigen. Aber vielleicht gibt es auch diesen Moment, wo das sich wie umdreht im Erleben, wo man plötzlich, jetzt mal ganz platt gesagt, die Materie als das Geistigste überhaupt, was es geben könnte, erlebt und vielleicht den Geist als das Konkreteste, Anfassbare, was überhaupt geht. Das ist jetzt nur so ein bisschen Gedankenspinnerei. Das wird auch bei jedem ein bisschen anders sich zeigen, aber diese komplette Umschwung, das kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus in dieser Symbolik vom Polsprung sich dann im Großen, im Kosmischen, im Makrokosmischen niederschlägt. So, jetzt haben wir aber ganz schön langes Gespräch schon geführt. Ne? Schauen wir mal beim Hauptgespräch, ich nenne es noch so. Aber ich wollte sagen noch, eigentlich kann man da einen richtigen geilen Übergang machen. Und zwar, wir hatten uns ja darüber unterhalten, wegen Weltuntergang und wie verhält man sich. Was tatsächlich auch der Fall ist und immer sein wird, wir werden dadurch, nehmen wir mal an, wir sind die Überlebenden. Jetzt hier auf diesem Planeten. Wir sterben nicht und gehen dann ins nächste Dimension oder nächste Ebene, sondern wir sind jetzt hier auf dem Planeten überleben. Was passiert dann tatsächlich? Was wir dann haben, ist, wir haben eine neue Situation. Wir haben, ich sage jetzt mal so, entweder eine neue Erde. Ach so, genau, die Hopi-Indianer haben erzählt, nicht nur die Hopi, auch andere, jetzt zum Beispiel im Talmud da mit Noah zum Beispiel wird es ja auch erzählt, er hat sich ein Schiff gebaut. Die Perser haben erzählt, dass sie in so eine Art Raumschiff drin waren, zumindest in etwas reingegangen sind, wo dann, wie war das? Das Jahr war dann wie eine Minute oder eine Stunde irgendwas in der Richtung, so die Relativitätstheorie-mäßig, ne? Und die Hopi, die haben dann gesagt, dass die Menschen unter die Erde gegangen sind und das scheinen die besten Lösungen zu sein, unter die Erde oder über den Himmel oder über die Erde zu sein, wenn da die ganze ja, Geschichte dann losgeht mit der Vernichtung der Menschheit beziehungsweise den ganzen Lebewesen und Pflanzen, die sind ja alle davon ja auch betroffen. Aber was passiert dann tatsächlich, wenn das losgeht und wenn das dann vorbei ist? Wir haben dann neues Gebiet und dieses neue Gebiet ist was vollkommen Fremdes für uns und wir müssen uns erstmal neu orientieren und damit
Meine Damen und Herren, sind wir schon bei unserem nächsten Vers, den wir heute mal besprechen wollen. Und zwar ist der von Kapitel 3, Raukuit, Vers 9, und der lautet: Lauert, zurückziehen, aufziehen, das ist das Gesetz der Eroberungsschlacht. So soll meine Anbetung um mein geheimes Haus sein. Ich überlege gerade, soll ich das mal kurz vorlesen, was Crowley dazu geschrieben hatte? Tu, was du willst. Okay, also er schrieb dazu, der alte Kommentar lautet so, mag mystisch diese Methode beschreiben und dann wird zum Beispiel als Beispiel dargelegt, lieber HHH, also dreimal die H, Abschnitt 3. Wenn man das dann liest, dann steigt man aus. Also ich schon, dann geht es darum, dass man eine gewisse Erfahrung macht, indem man in den Donnerkeil sitzt. Das ist so eine Asana-Sitzung, in der man mit der Ferse, mit dem Anus quasi auf die Ferse sitzt, also nur auf einer Ferse. Und den Rücken muss man natürlich gerade halten. Und dann muss man diese Position halten und dann passieren bestimmte Effekte mit einem. Ich werde es eventuell unten verlinken, dann kann man das mal nachlesen. Ist auf jeden Fall Hardcore. Er schreibt dann weiter, aber der Verlauf der Geschichte wird den Sinn der Passage bestimmen. Und er geht auch davon aus, dass es was mit der Geschichte wahrscheinlich mit der Menschheit zu tun hat, weil das eventuell für alle gilt, was da eventuell damit gemeint ist. Der neue Kommentar lauert, zurückziehen, auf sie, beschreibt die drei Teile einer bestimmten magischen Geste, die auf eine Formel hinweist, die sich in der praktischen Arbeit als sehr mächtig erwiesen hat. Dann schreibt er weiter, die Ereignisse, die in AN 17 soll, also Sonne in Waage beginnen, wenn ich diese Worte schreibe und die ich noch nicht weiß, wann sie enden, werden einen leuchtenden Kommentar zu dieser Passage bilden. Er hatte zu diesem, vor allem für mich meiner Ansicht nach sehr schwieriges Wort, lauert, was dazu geschrieben. Und zwar bei dem Wort lauert, hat er das so geschrieben, lauern hat etwas mit Anpassung zu tun. Und diese Anpassung, die hat er in Buch der Lügen reingebracht. 21 war es, glaube ich, wo es drin steht, dass der Gepard was mit seinen gesprengelten Punkten auf seinem Fell die Sonne darstellt. Und zwar die Sonne, die in die Lichtung reinscheint. Und wir kennen das ja, ne? Wir sind im Wald, da gibt es eine Lichtung und dann gibt es sozusagen lauter Sonnenpunkte und das ist das, was den Gepard darstellt, der mit seinem Fell herumläuft. Einerseits ist er dadurch natürlich sehr gut geschützt und kann somit den Hirsch, den er dann jagen will, zerlegen, beziehungsweise ja, auffressen im Endeffekt, weil er ihn dann durch das, dass er sich an die Umgebung angepasst hatte, dass er dadurch die Möglichkeit hat, überhaupt an seinen Erfolg in Anführungsstrichen ranzukommen. Dass er Aber überhaupt lauern kann, dass er überhaupt genau, dass er lauert. lauern kann. Aber das Gegenteil gibt es natürlich auch. Und das ist das Reh, das natürlich auch gesprengelt ist. Und dieses Sprengeln ist genau das gleiche mit dem Sonnenlicht, was dann das Reh dazu bringen kann, gemütlich im Gras zu sitzen, weil es nicht entdeckt wird und einfach zu fressen. Ne? Und das bringt sozusagen beide Teile, das Jagen und das Nicht-Gejagt werden, so in der Richtung. Ne? Und das stellt dieses Lauern dar. Wolltest du schon was dazu sagen oder soll ich weitermachen? Erzähl weiter, erzähl weiter. Ich will sehen, worauf es hinausläuft. Okay. Das ist jetzt wichtig zu verstehen, dass Lauern was mit Anpassung zu tun hat. Okay. Meiner Ansicht nach, ich beschreibe es jetzt mal kurz in meinen Worten, bedeutet das, also Lauern, zurückziehen, aufziehen, heißt für mich, beobachte deine neue Umgebung, ziehe dich zurück und lerne aus dem, was du gesehen hast. Und dann, wenn du das verstanden hast, wie dort die Regeln, die Gesetze sind, dann erobere die Umgebung. Das ist so für mich die grobe Umsetzung, Übersetzung. Es gibt noch eine andere Interpretation und das hat was mit Pfeil und Bogen zu tun. Du bist als Jäger unterwegs, du lauerst die Beute auf, du siehst, vor dir ist der Hirsch, dann holst du deinen Bogen und deinen Pfeil raus, du ziehst den Pfeil zurück, also du ziehst den zurück, ne? Und dann, wenn du dann die Beute im Visier hast, lässt du den Pfeil los und das wäre das Aufziehen, ne? Auch eine interessante Interpretation, was man aber mit den anderen zwei Sachen gegebenenfalls
miteinander verbinden kann. Für mich bedeutet es einfach nur, immer dann, es heißt ja im Liberalvers noch dazu erwähnt, erobre, das genügt. Und das andere war, Sehr Erfolg ist wünschenswert. dein Beweis. Erfolg ist dein, danke Janusz, ja. Erfolg ist dein Beweis. Und ich denke auch, dass es darauf sich unter anderem bezieht, dass immer dann, wenn du erobern tust, ist es für mich, du kannst ja nur das erobern, was du noch nicht kennst. Um wie muss ich dann eigentlich tatsächlich rangehen? Das heißt ja auch die Eroberungsschlacht. Wie muss ich dann rangehen? Du musst natürlich erstmal die Umgebung kennenlernen. Du musst die, angenommen, du bist im Land drin, im neuen Land in Afrika, nur keiner noch war von uns, ne, in so einem Stammesgefilde, dann musst du die Regeln kennenlernen. Du musst die Sprache kennenlernen. Du musst erstmal wissen, wie ist die Kultur und das Ganze. Und dann erst hast du die Möglichkeit, sozusagen, also durch das Zurückziehen, durch das Verstehen, hast du die Möglichkeit, auf sie jetzt nicht abzuschlachten, natürlich nicht, aber mit ihnen zusammen zu leben. Als Beispiel mit deinem wahren Willen, versteht sich, ne? Das ist so, was ich darunter verstehe. Doch die beiden Deutungen sind ja eigentlich gar keine Widersprüche, sondern einfach nur unterschiedliche Bilder für das, was gemeint ist. Also das Lauern, Zurückziehen und dann Angreifen, jetzt im physischen Sinne, ist ja eigentlich dieselbe Bewegung, rein vom Abstrakten, wie das mit dem Pfeil. Also wie als ob du halt erst ziehst, dann loslässt. Und gerade dieses Pfeilabschießen ist ja auch ein beliebtes Bild für die Art, wie Magie tatsächlich wirksam ist, dass es eben darum geht, erstmal natürlich schon technisch gewissermaßen die Vorbereitung zu treffen. Und dazu gehört eben, was du alles aufgezählt hast, erstmal die ganzen Faktoren in Betracht ziehen, die Situation zu analysieren, die richtigen Mittel auszuwählen, sie dann richtig anzuordnen. Und dann aber der Moment, wo du den Pfeil ziehst, okay, das Spannen, das ist quasi die Energie sammeln, damit dann genug Energie dahinter ist, um auch die Aktion in Gang zu bringen. Aber dann kommt der Moment des Loslassens. Das kommt jetzt in dieser Formulierung vielleicht nicht ganz so deutlich durch, aber eigentlich ist es irgendwie darin enthalten, weil wenn man das Ganze jetzt als diese also oder was heißt Angriffssymbolik versteht, dann ist es ja auch so, dass man am Anfang noch diese Überlegungen hat, während man sich eben zurückzieht, analysiert. Aber wenn es dann losgeht, wenn es heißt auf sie, dann kannst du nicht mehr analysieren. Dann musst du darauf vertrauen, dass du alles richtig abgecheckt hast und dass du jetzt einfach nur dem Schwung folgst, also du hast halt Schwung geholt jetzt, alle nötigen Faktoren zusammengesammelt und jetzt geht's los. Jetzt kannst du nicht mehr überlegen, kannst du nicht mehr dran ändern groß, sondern so wie der Pfeil dann eben abgeschossen ist, dann musst du ihn auch loslassen. Wenn du ihn nie loslässt, dann fliegt er nicht und trifft das Ziel auch nicht. Was ich noch interessant finde, war, dass er am Anfang zum Beispiel auch geschrieben hatte, beschreibt die drei Teile einer bestimmten magischen Geste. Ne? Und ich habe so überlegt, also zurückziehen und auf sie kann ich noch verstehen, aber was hat das mit Lauern zu tun? Weil für die, also nach meiner Interpretation, zurückziehen ist das Zeichen des Harpokrates. Und auf sie ist das Zeichen des Horus. Ne? Wer das noch nicht kennt, normalerweise läuft es eigentlich andersrum, meiner Ansicht Das nach. ist Und genau das zwar, Problem darin, genau, das, wo ich dann vielleicht denke, muss man das vielleicht rückwärts lesen, auf sie zurückziehen, lauern, ne? Weil für die, die es nicht wissen, das Zeichen des Horus ist sowas wie, du machst so ein Dreieck mit deiner Hand oder mit deinen Händen und dann ziehst du die auf die Stirn. Und dann gehst du einen Schritt nach vorne und tust wie so ein Pfeil quasi deine Hand nach vorne schnellen lassen. Du hast damit zum Beispiel, man kann damit es so machen, dass du irgendwelche negativen Teile von dir, sage ich jetzt mal, loswerden willst. Alles, was ich nicht brauche oder alles, was nicht zu meinem wahren Willen wichtig ist, weg damit, so in der Richtung. Und dann, wenn du das getan hast, dann ziehst du dich zurück mit deinem Bein, stampfst auf den Boden und dann machst du das Zeichen des Harpokrates, also den Finger an die Unterlippe legen und stellst dir vor, dass da ein blaues Ei ist. Und damit hat dann diese negative Energie, die man rausgeschleudert hatte, keine Chance mehr, zu dir zurückzukommen. Das ist so das Zeichen von Harpokrates oder die Bedeutung unter anderem, also ein schützendes Ei. ich Aber da dann auch ist wieder die Symbolik des Pfeilabschießens genau drin sehe. Also auch dieses Zeichen des Eintretenden, also Horus, das ist eben das Abschießen des Pfeiles und dann das Zurückziehen ist eben das einfach Warten, was passiert. Du kannst nichts mehr dran ändern.
Das ist eben dieses Lauern, oder? Also Genau. ich würde dann auch sagen, das ist dann wie umgekehrt formuliert Ja, eigentlich. also wie ist der Erfolg, ne? Hat das gewirkt, was ich gerade als Geste gemacht habe mit Zeichen des Horus und Zeichen des Harpokrates? Das habe ich auch gedacht, ja. Interessant finde ich das halt, dass man das dann rückwärts lesen muss. Tja, das ist die Frage, wie er das dann meint. Oder wie Ja. das gemeint ist. Nicht er, aber dieser Text es meint. Aber das ist ja wie mit dem All und La, ne? Also du kannst ja auch das Wort nicht in Liberal, Velekis, als Anfang, als alles lesen. Das ist ja gerade diese Bedeutung, die ja immer sozusagen mitschwingt. Und vielleicht ist es dann auch so gemeint, dass man dann von auf sie zurückziehen, lauern, das genauso machen könnte. Da fällt mir jetzt noch ein, dass ja auch tatsächlich, wenn man es als hebräische Worte sieht, dieses La, also das sind ja hebräische La, nicht, und Al oder El, El wäre halt eher die Gotteskraft, aber auch El heißt auch hinzu, also das passt eigentlich auch wieder zu dem, zu der Bewegung nach vorne, hin zu etwas. Aber gleichzeitig als Al gelesen, genau gleich geschrieben, heißt es wiederum nicht. Also ist auch wieder beides enthalten und dieses sich zurückziehen zu dem Harpokrates-Zeichen ist ja auch wie so sich ins Nichts zurückziehen, sich selbst wieder rausnehmen aus dem Geschehen und das Geschehen Unsichtbar einfach machen. laufen lassen. So. Genau, sich unsichtbar machen. Ja, dann passt wirklich sogar schon dieses La Al oder einfach nur El Al auch perfekt zu raus und wieder rein, so in die Welt etwas schicken und sich selbst zurückziehen aus der Welt. Also wenn man so jetzt so sich unterhält, dann fällt mir jetzt das Wort Laschtal ein, ne? Also gerade mit dem Shin und Taug, was glaube ich, gell? T, Etet. Das Wort oder die zwei hebräische Buchstaben in der Mitte dann ja auch etwas mit dem Lauern zu tun haben müsste. Also ich wäre sozusagen Lauern zurückziehen auf sie, das Wort Laschtal zu erkennen. Gut, das sind wir jetzt natürlich sehr im speziellen Bereich. Ja, So das die. Wort Laschtal ist eh wirklich, wo ich auch noch manche Frage dran habe, aber. Spannendes Thema. Also es gibt ja die These, dass es ein hebräisches Wort eigentlich ist, was eigentlich Lichtal oder Lichtol oder so ausgesprochen wird, was sowas wie umsonst tun, also auch wieder so Absichtslosigkeit eigentlich ausdrückt. Aber die typische Deutung in thelemischen Kreisen ist halt eher das, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Law am Anfang, dem Al am Ende und dann dem Shet, dem Set quasi, Hadith und so weiter, als Zentrum, als Kern. Aber jetzt die Ja, aber kurze das Frage, wäre. ob das halt dann das Lauern ist irgendwie, also inwiefern Also das mit Set. dem. Das mit dem Absichtslosigkeit, da denke ich natürlich wiederum an einen anderen Vers, ne, den reiner Wille und befleckt vom Zweck, befreit von der Gier nach Ergebnissen, ist in jeglicher Hinsicht vollkommen. Aber irgendwas müsste es ja auch damit was zu tun haben, weil das ist ja das Gesetz der Eroberungsschlacht und es geht so um Erobern. Die Frage ist ja natürlich, was will ich erobern? Gut, gerade Aber Set ist ja auch in der Mythologie eigentlich genau dafür stehend. Also der gilt ja oft so als der Gott der Ausländer, der Fremdherrscher, die irgendwann eingefallen sind und dann quasi übernommen haben. Dann haben sie diesen Gott gerade erwählt, der eigentlich von den Ägyptern so als nicht so cool, weil er so der Wüstengott, vielleicht noch Oasengott, so ein bisschen positiv, aber halt in der Fremde, in der Wildnis und so. So einfach der Gott der Ausländer quasi. Und dann haben halt die Ausländer, die übernommen haben, gesagt, ja, dann ist es ja unser Gott. Also dann haben sie einen Setkult errichtet, was halt für viele Ägypter wahrscheinlich eher ein Affront, also eine Beleidigung quasi war. Aber das ist natürlich auch nur ein Aspekt jetzt von Set. Ich bin ja jemand, der Set eigentlich gar nicht so negativ nur sieht, sondern glaubt, dass er verzerrt wurde, verzerrt wahrgenommen wurde und deswegen wie so ein dämonischer Schatten nur noch davon jetzt herumschwirrt quasi und dann auch wirklich eher negativ, destruktiv ist. Aber das ist ein weites Feld, das führt dann auch in die Frage nach, ob der alte alttestamentarische Gottesname was mit Set zu tun hat und so, wo durchaus gewisse Belege für findbar sind. Naja, man sagt ja aber auch, ich meinte, dass Crowley das ja auch geschrieben hatte, also er ist ja auch von Seth und dann hat er so eine Namensreihenfolge gegeben und ist am Ende bei Shaitan, glaube ich, gelandet, ne, der Über Wüstendämon. Süd, über Süden, also South, Genau. Set, so südlich war halt auch die Wüste in Ägypten, deswegen passt es auch wieder. Und dann Shaitan, Satan und sowas natürlich auch davon abgeleitet. Ja. Und da hat Also er nur, dann. und Hadith halt ganz klar damit identifiziert. Ja. Ja.
Und da hat er dann auch geschrieben, dass Satan deswegen so eine negative Bedeutung hat, weil die im Süden Satan verflucht haben, den Süden verflucht haben, weil die Sonne immer so heiß war und so brennend, ne, und sie dann irgendwie ständig irgendwie auf der Suche nach Wasser waren, so Das sinngemäß bringt uns jetzt gerade halt. ungefähr wieder zu dem Thema, was ich eben mit der Polarität angesprochen habe, also mit der Umpolung in sich selbst, mit dem komischen Verhältnis von Geist zu Materie zum Beispiel. Das hatten wir vielleicht auch schon mal in einem anderen Kontext, dass im hebräischen geografischen Weltbild quasi der Norden eigentlich für die Materie, für die Dunkelheit, da wo halt die Sonne nie steht, steht. Und der Süden entsprechend eher für den Geist, also eher für das Positive. Aber dann paradoxerweise ist gerade, wenn man sich das Land wirklich anguckt, also auch wie es in der Bibel beschrieben ist, muss man jetzt nicht das Wirkliche, nicht die Landkarte rauspacken. Dann ist aber gerade im Süden Edom, das Gebirge von Edom, Seir, das Ziegengebirge wortwörtlich. Also gerade eigentlich das, was für das Materielle, für das Irdische, für so diesen Instinkt der Natur und sowas, Pan, die ganze Ziegengottheit und so. Pentagrammspitze nach unten zum Beispiel, Genau, wenn man aber das das als steht gerade im Ziegenkopf. Süden, komischerweise. Und im Norden dagegen, wo eigentlich die Dunkelheit sein müsste, ist der Libanon mit seinen weißen Gipfeln, also weiß wieder für das Licht eigentlich stehend. Also da ist schon so angedeutet, dass wie dieses Yin-Yang-Zeichen die Extreme jeweils eigentlich das andere dann als Kern haben, das Gegenüber als Kern haben. Aber das Und ist das könnte schon. man jetzt bei der ganzen Set-Thematik als Satan halt auch wieder sehen, dass einerseits der Süden ja schon für das Geistige, die Sonne steht, aber dann, wie du sagst, die Sonne auch zu heiß sein kann, gerade in der Wüste und einen halt verzehrt und man dann sich eigentlich gerade nach der Kühle des Nordens wieder sehnt, die jetzt in dem Bild dann Nuit wäre. Nuit, auch wie North, auf Englisch zumindest, könnte man auch zusammenbringen. Interessant finde ich, dass du Libanon erwähnt hattest, ne, weil gerade in Deutschland ist ja Libanon ist ja so, ich weiß gar nicht, ob man das Wort noch sagen darf, weil Künast, glaube ich, Renate Künast, die von den Grünen, hat gemeint, man sollte nicht mehr Clankriminalität sagen. Und das sind ja gerade die Libanesen, ne, die ja damals über die DDR nach Berlin eingereist sind und man konnte nichts mit denen anfangen. Und die armen Säcke, die wurden dann nicht richtig integriert. Ich glaube, viele von denen sind nicht wirklich Oder Libanesen, sondern Staatenlose, die aber halt irgendwie über Libanon dann nach Deutschland gekommen sind, deswegen als Libanesen hier gelten. Aber oft sind es halt Palästinenser zum Beispiel. ja. Oder auch teilweise so Kurden, glaube ich. Also auch nochmal so ein anderer Stamm, der da auch halt präsent ist. Also. Ja, was ich sagen wollte, ist nur, dass gerade diese Weißen, ne, wie du es gerade beschrieben hast, dass es vielleicht tatsächlich auch die Weißen sind, die halt auch dabei sind, diese Struktur, in der wir gerade leben, mit zerstören, ne? Eben weil sie dann unbewusst in dem Falle sagen, okay, so wie wir es haben, können es ganz einfach nicht mehr weitergehen. Wir sind jetzt nicht beim Weltuntergang, aber wir sind jetzt bei Beim dem. Weil Gesellschaftsuntergang zumindest genau, schon. das sehen wir schon mal, ne, dass es halt so rapide zugenommen hatte, dass man einfach nicht mehr, ja, nicht mehr weiß, wie es dann weitergeht. Könnte natürlich möglich sein, aber ich denke, dass man das auch grundsätzlich, dass es absolut valide ist, so einen Gedankengang zu haben, eben weil ja das beide Perspektiven ja mit einbindet. Ne? Und damit kann man eine gewisse Neutralität aufbauen und sagen, okay, kann es sein, kann auch nicht sein. Wir werden ja sehen, was letztendlich rauskommt. Auf jeden Fall ein Neuanfang, so oder so, egal in welche Richtung es dann gehen wird. Und damit haben wir wieder die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln, zu erobern und zu wissen, wie Ja. man sich zu verhalten hat im Also zukünftigen Deutschland. diese Idee, die du gerade quasi so umrissen hast, die Libanesen oder zumindest die vom Libanon hierher kommen, die dann durch ihre Clankriminalität hier für den Zerfall sorgen, für den Untergang quasi, das passt sogar damit zusammen, dass der Libanon als die Quelle des Jordanflusses gilt. Also dass quasi der Schnee, der schmilzt, fließt runter in den Jordanfluss halt. Oder ich glaube sogar davor ist noch dieser See Genezareth und von dort fließt es dann halt in diesen Jordanfluss. Und der Name Jordan, Jarden eigentlich auf Hebräisch, heißt hinabsteigendes, also das Ah, okay. Hinunterfließen halt quasi oder das Hinabfallen kann man auch sagen. Also da passt es auch wieder. Der Schnee vom Libanon, das Weiße, das Wort Libanon heißt auch weiß einfach oder das Weiße. Das fließt runter, weil es schmilzt in der Hitze der Sonne und fließt in den Jarden, in das Hinabsteigende. Und so erreicht es uns. Man sagt ja auch über den Jordan gehen und sowas. Ja. Wer weiß. Dann ist die Ja. Frage, wer die wirklichen Edomiter sind als Gegenkraft. Weil Edom heißt rot, gegenüber weiß wiederum so die Farbe der Erde, des Materiellen. Das sind die Das Deutschen. wäre.
Ja, also In der Verschwörungstheorie, manche ja. Juden sehen das so, aber eher sagen sie sogar alle Christen, also alle, Ja, die nicht von der nur Juden. römisch-katholischen Kirche kommen. Ja, oder halt, ja, man kann sagen, ich glaube, einer hat es mal beschrieben, dass Jesus ja auch, glaube, der erste Edomiter, nee, nicht der erste, aber ein Edomiter war. Es gibt da so eine spezielle Seite, die sich gerade damit auseinandersetzt, gerade bei jüdischen Verschwörungstheorien, die mit Sicherheit nicht alles von der Hand abzuweisen ist, ne, wo man sagen kann, das kann man tatsächlich so sehen. Und da stand es auch mal drinnen. Mensch, mir fällt die Seite nicht mehr ein, wie der Name hieß. Die ist übrigens verboten. Ich glaube, die kann man über Google gar nicht mehr aufrufen. Habe schon lange nicht mehr reingeschaut. Und die haben verschiedene Passagen reingebracht über verschiedene Aussagen über Edom. Und da ging es aber primär von den Juden aus gesehen, ne, was sie dann alles über Edom erzählt haben, gerade bei den Rabbis, die das dann gesagt haben. Ne. Und da war ganz klar, Jesus, Rom, Deutschland, beziehungsweise die Palästinenser, Arafat, war ja auch so in allem, wie heißen sie, die wer waren die Söhne von Edom? Die Alamekita oder so ähnlich. Ja, Amalekita. genau, solche Sachen halt, ne. Immer die Aber. Feinde werden halt als Amalekita und Edom bezeichnet. Aber man kann schon sagen, so die größte Tradition ist tatsächlich, dass die sagen, Edom ist die christliche Kirche. Das ist quasi die Rom. Also erstmal Rom ist Edom und dann halt die römische Kirche, die daraus entstanden ist, die bis heute eine gewisse Art von Weltmacht hat einfach. Eine Aber ja. gewaltige, ja. Und da gibt es so eine Passage, da habe ich mich gerade mit befasst. Ich werde demnächst, so Gott will, wieder ein Video veröffentlichen, wo ich einen alten Artikel von mir einfach nur vorlese, vielleicht hier und da noch kommentiere, wo ich unter anderem auch so die Thematik um Jakob Frank, Sabbatai Zvi und sowas anspreche, dieser Pseudo-Messias im Judentum vor ein paar hundert Jahren, weil der Jakob Frank mal so eine seltsame Formulierung gebracht hat. Es muss, damit der Messias erscheinen kann, Edom Esau besiegen oder umgekehrt, Esau muss Edom besiegen. Was eigentlich aus jüdischer Sicht gar keinen Sinn ergibt, weil es ja dasselbe ist. Esau Ja. ist Edom. Aber wenn man dann so überlegt, so zumindest mein Gedanke damals, dass Esau vielleicht eher wirklich eben Rom meint, im Sinne von der Menschen, die das vertreten, weil Esau ja eigentlich der Name des Menschen war, der Stammvater von dem Volk dann wurde, und Edom halt auch der Name des Landes ist, wo dann Esaus Nachkommen leben, dass also mit Edom tatsächlich immer noch die geografische Region im Nahen Osten gemeint ist. Und mit Esau halt wirklich die römische Kirche. Und wenn man sich dann anguckt, dass heute im Staat Israel, der vermeintliche jüdische Staat, dass da aber alle heiligen Stätten des Christentums nicht dem Staat Israel gehören, sondern dem Vatikan, also der römischen Kirche. Dass also eigentlich vielleicht so die geheime Herrschermacht immer noch Esau in Form der römischen Kirche ist, die quasi mit diesem sogenannten Staat Israel so eine Art schmerzenden Pfahl ins Fleisch von dem geografischen Edom geschlagen hat. Also das ist dann vielleicht der Sieg von Esau über das Land Edom. Okay, Und das die, ist, ja, okay, ja. also es war nur so eine Idee, weil mir diese rätselhafte Aussage, Esau muss über Edom siegen, sonst überhaupt keinen Sinn ergibt. Und Naja, ich habe jetzt eher gedacht, Esau muss sich selbst besiegen. Ne? So, so das dachte ich auch jetzt möglich. gerade, damit eben dieser Frieden zwischen Israel oder Jakob in dem Fall und Esau wieder stattfinden kann. Wobei ja der eigentlich ja schon stattgefunden hatte, im Talmud steht es ja, oder im Alten Testament steht es ja so drinnen. Andererseits die äthiopische Bibel, leider finde ich diese Bibel nicht mehr. Ich habe im Internet mal schwer danach gesucht, hat ja Esau angeblich ja letztendlich Jakob ja, Israel oder Jakob angegriffen und er wurde ja dann von seinem Sohn Judas oder Juda hieß der, ist dann Esau durch einen Pfeil getötet worden. Mensch, vom Jehuda haben wir gerade bei der Zahl 30 gesprochen. Ja, herrlich, herrlich, Ja wie gut, weit wir diese genaue weggekommen sind. Geschichte, die du gerade aus dem äthiopischen Bibelkanon erzählt hast, die habe ich so noch nie gehört tatsächlich, Ich muss ich mal. suche ja auch, ich habe das damals gefunden und habe das nochmal genau nachgeschaut. Ist es tatsächlich so? Und dann, okay, doch, da muss was dran sein. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später wollte ich was recherchieren und habe gedacht, ach ja, genau, das muss ich noch rausholen. Und dann habe ich es nicht mehr gefunden. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Und in der äthiopischen Bibel stehen auch noch andere Sachen drin. Na, Ich eine weiß, habe da ich schon ist auf überlegt, jeden ob Fall ich mir das das Original Henoch-Buch auch kaufen drin. soll. Da ist auf jeden Fall das Henoch-Buch mit enthalten, was sonst in den Bibeln nicht drin ist.
Es könnte sein, dass das sogenannte Buch der Jubiläen auch mit drin ist. Da sind manchmal solche Erzählungen dabei. Da wird zum Beispiel erzählt, wie Kain irgendwann ums Leben gekommen ist. Oder wie Nimrod von Esau getötet wurde. Und solche Geschichten sind da drin, die nicht in der Bibel eigentlich stehen. Vielleicht ist dann auch diese Geschichte da drin. Aber Aber wenn wir jetzt gerade schon mal ganz weg sind vom Thema, was wir eigentlich hatten, wollte ich dich mal was fragen. Was halten eigentlich die jüdische Religion von den Apokryphen? was meinst du mit Apokryphen? Es gibt Ach ja so, halte Testament. mal, ja, du hast recht, Neues Testament, ja, stimmt. Aber trotzdem wäre auch interessant, gibt es da eine Meinung dazu zum Neuen Testament, also diesen, wie heißen sie, die Qumran-Rollen? Also hat man da irgendwie eine Meinung zum Neuen Testament, die Den damals. Qumran-Rollen weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich weiß nicht, ob da was vom Neuen Testament enthalten war. Ich weiß, bei den Warte mal, Qumran-Rollen kriege ich das war jetzt ganz viel. durcheinander? Ich Also muss da waren kurz. ganz viele alte Texte halt der Juden, der hebräischen Bibel enthalten und die haben halt quasi bestätigt. Nakamadi. Ja gut, da stimmt, da waren so gnostische Texte halt und unter anderem Genau. sowas wie Thomas-Evangelium und solche Sachen. Unter anderem, also lauter, ja, Apokryphen einfach. In dem Falle, gibt es da eigentlich irgendwelche Meinungen von der jüdischen Seite aus? Weil in den Apokryphen stehen ja auch schon gute Sachen drin, finde ich. Also schon ein bisschen Gut, du weißt heftig. ja, wie die Juden über das Neue Testament denken. Deswegen glaube ich, dass sie die Apokryphen zum Neuen Testament ähnlich einschätzen. Also die breite Masse, die traut sich gar nicht in dieses Buch reinzugucken, so mehr oder weniger. Das heißt, die haben da gar keine richtige Meinung zu. Ja, Die aber haben einfach Angst davor. gibt's keine Gelehrten, die sich trotzdem auch mit anderen heiligen Schriften auseinandersetzen, oder ist es nur ihre Ich eigene hab Schrift? keinen Zweifel daran, dass die großen Weisen von Israel über die Jahrhunderte immer auch diese Schriften studiert haben. Es kommt hier und da auch auf jeden Fall mal Wissen über die Inhalte durch, so, also bei dem Rambam oder Maimonides, wie er meist genannt wird im Westen, der hat so im 13. Jahrhundert ungefähr gelebt, der hat ein ganz wichtiges Buch, Mischne Tora, geschrieben. Und da ist unter anderem ein ganzer Abschnitt auch über die Vorstellung, wie die Endzeit sich halt gestalten wird, wie der Messias kommt, was vorher noch passieren muss und so. Und da wird ganz ausdrücklich auch auf Jesus Christus eingegangen und da wird er auch nicht irgendwie negativ genannt, also nicht komplett negativ. Der wird als Jesus, also Jeshua HaNotzri, also der Christ genannt, der Nazarener. Und wird auch unter anderem der Mohammed genannt, nicht namentlich, aber wird sowas gesagt wie, und auch jener Ismaelit, der dann irgendwann nach Jesus auferstanden oder aufgestanden ist, auch der hat seine Berechtigung, weil es wird halt so gesagt, ja, sie sind zwar quasi vom Judentum abgefallen in gewissem Sinne, aber sie haben halt so viele unendliche Massen an Nichtjuden der Tora zumindest erstmal als Idee geöffnet, also der Heiligen Schrift geöffnet, auch wenn sie dann vieles ablehnen und der Meinung sind, die Tora sei nicht mehr gültig und sowas, aber trotzdem, sie haben eben immer ein Wissen davon durch Jesus, durch Mohammed und so bekommen. Und deswegen hat dieser Rambam keinen Zweifel daran, dass auch Jesus und Mohammed ihren Platz im großen göttlichen Plan haben. Natürlich wird das schon eher so vorsichtig formuliert, dass auf jeden Fall kein Jude auf die Idee kommt, jetzt irgendwie Christ zu werden oder sowas, aber ich habe ja auch bei meiner Videoreihe zu diesem Bar Jochai, auch einer dieser großen Weisen, der den Zohar geschrieben haben soll, die Vermutung zumindest mal geäußert, dass so jemand wie der mit Sicherheit gemerkt hat, was da in diesem Neuen Testament und in dieser ganzen Überlieferung über Christus drin ist. Also das Neue Testament gab es zu seiner Zeit noch nicht in der Form, wie wir es heute kennen, aber der wird natürlich die Geschichten mitbekommen haben. Und ich glaube halt, dass einfach sich solche Ausnahmeweise, also solche Ausnahmetalente nicht getraut haben, dann öffentlich zu deutlich so die Zuneigung zu solchen Schriften oder zu solchen Ideen zu äußern, sondern wenn überhaupt, haben sie es halt verschlüsselt in ihren Schriften oder in ihren Ideen untergebracht. Weil halt, ja, das noch echt gefährlich war damals irgendwie zu sagen, ja doch, ich glaube, dieser Jesus könnte wirklich sowas wie unser Messias gewesen sein, da wärst du aber ganz schnell gesteinigt worden oder verbrannt oder was auch immer passiert, ja. Naja, Beschränkung ist Sünde, fällt mir dazu ein. Tja. Ja, Naja, aber sonst ja. Apokryphen kann ich halt nur sagen, es gibt im Judentum diese 24 Bücher des Alten Testaments, die hebräische Bibel, die wurden aber auch erst so 200 nach Christus endgültig festgelegt, welche dazu gehören. Zum Beispiel so Sachen wie das Shir HaShirim, also das Lied der Lieder, wie heißt es nochmal, das Hohelied Salomos. Das ist ein relativ kurzes Buch, aber was heute sehr hoch geschätzt wird als ganz mystisch, ganz tiefe Inhalte und so. Das war bis dahin noch überhaupt nicht Teil des Kanons. Das wurde dann als eins der letzten beiden Bücher quasi erst dazugenommen. Das und das Prediger Salomos, weil das irgendwie so zu depressiv auf viele gewirkt hat. Deswegen wollten die es erst nicht drin haben, aber dann hat sich irgendein Weiser dazu geäußert und gesagt, doch, das muss drin sein. Seitdem ist es drin. So zumindest die Legende.
Aber sowas wie das Henoch-Buch oder so, das ist halt eine jüdische Apokryphe oder zumindest die alte Form davon, wo noch nicht irgendwelche Bezüge auf Christus eingebaut wurden. Und sowas wird im Judentum schon wahrgenommen. Ich meine, eigentlich kann man ja den gesamten Midrasch und den Talmud, das kann man auch als eine Art apokryphe Literatur betrachten. Die wird halt nicht auf die gleiche Stufe gestellt wie die schriftliche Tora, also die bekannten Bücher. Aber das wird schon weiter diskutiert und sich damit auseinandergesetzt, klar. Na Ja, aber gut. jetzt sind wir sehr, sehr weit abgeschweift. Vielleicht schaffen wir Ja. den Bogen wieder zurück zum Lurk and Withdraw und Upon Them. Auf sie. Ich habe keine Ahnung. Erzähl mir. Wollen wir vielleicht den vorherigen Vers noch ein bisschen mit einbeziehen, weil ich finde, die gehören schon irgendwie zusammen. Dieses mit der Insel, such dir eine Insel. Oder vielleicht auch Das zwei Verse ist vorher. natürlich ein interessanter Aspekt, weil ich weiß nicht, ich habe es jetzt gerade nicht aufgerufen hier. Ich kann ja nicht alle Verse auswendig, nur einen Teil. Ja, auf Englisch geht es so, choose an island, fortify it, Aber ich dominate habe the schon. engine of war. Ich habe schon, ich habe schon. Es heißt ja dann, wählt euch eine Insel, befestigt sie, düngt sie mit Kriegsgerät, ich werde dir eine Kriegsmaschine geben. Damit werdet ihr die Völker zerschmettern und keiner wird vor euch bestehen. Und dann kommt, lauert, zurückziehen, auf sie, das ist das Gesetz der Eroberungsschlacht. So soll meine Anbetung und mein geheimes Haus sein. Crowley schreibt ja dazu, dass es so eine Meditationsform ist, ne? Ach Gott, das müsste ich jetzt alles aus dem Kopf abrufen. Wählt Kannst euch du ja mal so, eine, wie ich es in Erinnerung habe, kurz ja, zusammenfassen. macht mal kurz, ja. Also, dass es halt darum geht, quasi sich, nehmen wir jetzt mal die Chakra-Symbolik zur Hand, dass man sich ein bestimmtes Chakra aussucht, als seine Insel quasi, eine von den möglichen Inseln, und die halt besonders bearbeitet, fortified, also befestige sie, mach sie stabil, so arbeite sie aus, also dass sie wirklich aktiv ist, dass sie ohne getrübt zu sein ihr Licht leuchten kann und so weiter, sich drehen kann ohne Behinderung. So diese, wenn man jetzt in dem Bild von so einer Lotusblume, wie die Chakras sich vorgestellt werden, oder wie Räder oder sowas. Dass also explizit mit einem bestimmten Chakra gearbeitet wird und das halt besonders, ja, verfeinert wird quasi. Und das ist dann eben, was dann als Belohnung quasi diese Kriegsmaschinerie einem zugänglich macht, mit denen man dann die Völker zerschmettert oder zermalmt. Über die Völker haben wir schon öfter im Libal-Podcast gesprochen, dass damit jetzt nicht irgendwelche Amalekiter da draußen in der Welt gemeint sind, sondern gerade das Volk in uns, das Genau. die Kopfmenschen, wie du sie immer nennst, oder ja, einfach der Pöbel in uns, was halt immer aufmuckt und uns zu irgendwas verleiten will. Ja, genau. Also er beschreibt das, ich habe es jetzt vor mir. Er schreibt da, bei wählt euch eine Insel, das ist dann eine Insel, das, was du gesagt hast, eines der Chakren oder Nervenzentren in der Wirbelsäule. Und dann befestigt sie, konzentriere den Geist darauf. Dann düngt sie mit Kriegsgerät, verhindert, dass irgendwelche Eindrücke sie erreichen. Ich werde dir eine Kriegsmaschine geben. Ich werde eine neue Meditationsmethode beschreiben. Und dann, damit werdet ihr die Völker zerschmettern und keiner wird vor euch bestehen. Ihr sollt eindringende Gedanken leicht unterdrücken. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass er das mit dem Krieg, also mit dem richtigen Krieg, auch verglichen hatte. Wo er dann schreibt, zum Beispiel, wählt euch eine Insel, da schreibt er dazu, dies ist eine praktische Anweisung und als militärisches Geheimnis darf sie in keiner Weise bekannt gegeben werden. Ich sage nur, dass die Pläne vollständig sind und dass die erste Nation, aufpassen, die das Gesetz von Telemach annimmt, nach meinem Rat die alleinige Herrin der Welt werden soll. Das ist zum Beispiel so eine Prophezeiung von Crowley, dass er meint, dass das Land, was als erstes das Gesetz von Telemach übernimmt, sozusagen dann der Herrscher oder Herrscherin in dem Falle, er hat ja Frau genannt, der Welt wird. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel der OTO als allererstes das Gesetz angenommen hatte. Der zweite Orden war ja dann der Fraternita Saturni, wobei die haben ja dazu geschrieben, mitleidlose Liebe, was ich ja ehrlich gesagt Und vor blödsinnig allem, Liebe finde. ist, soll, nee, anstatt soll sein das Ganze von dem Gesetz, ist das Ganze von dem Gesetz. Also auch da haben sie schon eigentlich recht. Das habe ich mir gar nicht aufgefallen. Echt? Okay. In einem Ist-Zustand. Okay.
Ja, da ist natürlich das Werden nicht mehr drinnen. Okay, aber interessanter Aspekt, was er da reingeschrieben hat. Es gibt ja auch die heilige Bücher von Thelema, da schreibt er das, oder nee, da schreibt es Michael de Eschner, schreibt das ins Vorwort auch rein, dass Crowley davon ausgeht, das Land, was als erstes sie das Gesetz von Thelema annimmt, dann dementsprechend ja, der Herrscher oder die Herrscherin wird. Aber dann hätte er ja schon das wissen müssen, dass es dann in Deutschland der OTO war, der das als erstes gemacht hat. Hat er Ja, sich aber es dazu ist dann ja nicht, geäußert, aber der dass, OTO ist ja nicht das Land. gut, das war jetzt gerade meine Frage, ob er das so gewertet hätte, als ob das Land es dann angenommen hat, aber Ja. das ist ja ein bisschen. Aber mir kam gerade die Idee, weil du es jetzt mit dieser Insel verbunden hast, es gibt ja die Verschwörungstheorie über die Nazis, dass sie die Antarktis quasi eingenommen haben und dort auch eine ganz krasse Kriegsmaschinerie mit irgendwelchen Reichsflugscheiben und sowas unterhalten und seitdem sich keiner mehr an die Antarktis wagt. Wer Ja, es weiß. gibt ja auch die von Alois Irrmaier, das ist ja so ein Prophet aus Bayern gewesen. Und der hatte ja auch erzählt, dass wenn die Russen dann Deutschland überfallen werden, innerhalb sehr, 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 sehr kurzen Zeit, also in ein paar Tagen, wird dann die Deutschen werden dann sowas wie eine Art Flugmaschine haben und damit die Russen zurückschlagen. Gibt es auch so eine Geschichte dazu? Ja, ich habe mich mit dem Irrmaier schon ein bisschen intensiver beschäftigt. Ich glaube, du meinst die Stelle, wo dann gesagt wird, die Russen haben quasi Deutschland ganz schnell überrannt, Bis sind dann Köln. irgendwo genau, Köln rein und sowas. Da ist auch noch die Geschichte mit dem Papst, der dann irgendwie im Kölner Dom Ja. Unterschlupf findet und so. Aber dass dann die Russen quasi so besiegt werden, auch ganz schnell über Nacht, dass irgendwie aus dem Nahen Osten irgendwelche Vögel aufsteigen oder Ja, Metallvögel, die Drohnen, Drohnen, ja, die genau, dann halt so eine Mandos. Art Linie des Todes oder Streifen des Todes, also irgendeine Ja. Art Giftwaffe oder so über die Nachschublinien von den Russen im Osten, irgendwo da in Osteuropa halt von oben, von Norden bis oder von Süden bis Norden durchziehen und dass deswegen dann Russland halt keine Chance mehr hat. Also Das da. ist dann diese gelbe Linie, ne, die von Prag bis nach an die Ostsee, glaube ich, gezogen Genau. wird. Also das ist das Aber das Einzige, was mir mit, jetzt so an Flugzeugen ja, einfällt, was nee, du das mit der sagst. Flugmaschine, das, ich müsste mal nachschauen nochmal, wo das, entweder ich habe es in meinem Buch gelesen, in dem einen Buch von 1956 oder so. Ich habe mir da mal so ein ganz altes Buch von Irrmaier, also nicht von Irrmaier, sondern von Zeitzeugen, sage ich jetzt mal, damals niedergeschrieben, mir gekauft. Ich meinte, da habe ich es mal gelesen, aber ist ja eigentlich auch Bums, ne? Sollte es tatsächlich so kommen. Ich meine, wir sind ja nicht weit weg davon, von dem, was wir gerade derzeit alles erleben, ne? Wie der Westen den Russen provoziert, beziehungsweise der Russe sagt, ey, ihr könnt uns langsam am Arsch lecken. Wir wissen ja nicht, was noch. Da muss ja was muss noch passieren. Achso, der dritte Hochgestellte muss ja dann noch getötet werden, bevor die Russen dann rüberkommen, ne? Und Ja, da das habe ist ich ja auch schon eine sehr gedacht, ob das nicht der Wagner-Führer Interpretationsfrage. wäre oder so. Da ist ja der Ja, Wagner im Geld, da habe ich schon gedacht, genau, nicht, das dass der ist ja die dritte Frage, wie Hochgestellte. hochgestellt er sein soll Ja, und so. Also das kann man sehr frei interpretieren. genau. Ich würde auch Aber solche Prophezeiungen immer mit so einer Doppelsicht sich angucken. Also natürlich kann es sein, dass es eine echte Art Einsicht irgendwie aus der geistigen Welt ist, kann aber auch eine Art täuschende Einsicht aus der geistigen Welt sein, eher sowas Gechanneltes von irgendeiner destruktiven Kraft, die dadurch nur irgendwie irgendwelche Panik verbreiten will oder dass es sogar eher sowas wie eine Art Schlachtplan von irgendwelchen tatsächlichen Menschengruppen ist, was dann halt nur irgendwie so jemanden wie den Irrmaier erreicht hat, auf welchen Wegen auch immer. Vielleicht hat er wirklich geglaubt, das sind Visionen Gottes, aber vielleicht wird damit nur eine Art Narrativ quasi salonfähig gemacht und sowas. Deswegen wir immer wissen es ja vorsichtig nicht. sein. Wobei man muss eins dazu fügen, und das finde ich sehr wichtig, dass ich weiß nicht mehr, wie der Autor heißt. Ich meine, Stefan hieß der mit Vorname. Der hatte ja sich gerade mit Prophezeiungen auseinandergesetzt und der hatte als erster Autor überhaupt mal die ganzen Propheten genommen und hatte mal die mehr oder weniger analysiert und kategorisiert und eingeteilt. Und sehr viele Propheten sagen ja auch, dass eine 3 Tage Finsternis auf uns zukommt. Und das, was ich gerade vorhin gesprochen habe mit dem Weltuntergang, ne, die 10, 20 Jahre, wir erinnern uns, dass halt das eigentlich schon passt.
Ne, zu Auch dem, das was mit dem Irrmaier, Ursprung, auch das mit dem dass Ursprung passt, weil Irrmaier er sowas selber. sagt wie, und in Europa werden Orangenbäume wachsen und sowas. So. Genau. Oder Zitronenbäume, ja, genau. Und da denke ich mir, ja, also vielleicht ist da schon was dran. Ne? Aber wie heißt er? Der Wilson hat ja selber gesagt, was der Denker denkt, wird der Beweisführer finden. Also immer, wenn man von etwas überzeugt ist, dann finden wir ja auch das, wovon wir überzeugt sind. Insofern können wir da ewig darüber reden. Aber ein spannendes Thema, definitiv. Tja, da atme ich Gut, nicht. dann würde ich sagen, dann haben wir es. Ich hoffe, es hat Jo. euch Spaß gemacht und ach so, genau, du musst dich ja zuerst verabschieden. Diesmal. Ja, ist die Frage. Nee, weil ich ja das Gesetz sagen muss. Ach so, will ich das auf Ukrainisch noch sagen? Ja, dann macht das so. Ungarisch. Ja, dann macht das so. Ja, auf jeden Fall. Okay, da habt ihr mal live miterlebt, dass wir uns nicht vorher abgestimmt haben. So direkt. Dann wünsche ich euch da draußen alles Gute. Und wenn ihr Kommentare schreibt, bedenkt, wir werden das eventuell dann vorlesen. Wir stehen natürlich auf Kommentare. Und ja, traut euch ruhig, ne? Also wir finden jeden Kommentar immer geil, egal ob er negativ oder positiv ist. Es ist für uns selber ein gutes Feedback in der Richtung, dass wir sagen, ah, okay, in die Richtung kann man natürlich auch denken, weil Beschränkung ist Sünde. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Welt da draußen. Tschüss. Diesen wunderschönen Wünschen kann ich mich natürlich wie so oft nur anschließen und ende daher auch einfach nur mit einem Gehabt euch wohl. Serelem Atürvey, Serelem Das Buch der Lügen. Der blinde Webster. Es ist nicht notwendig zu verstehen, es genügt zu verehren. Der Gott mag aus Ton sein, verehre ihn, so wird er zu Gott. Wir ignorieren, was uns erschuf. Wir verehren, was wir erschaffen. Lasst uns nichts außer Gott erschaffen. Das, was uns veranlasst zu schaffen, ist unser wahrer Vater und unsere wahre Mutter. Wir erschaffen nach unserem eigenen Bild, welches ihres ist. Lasst uns daher ohne Furcht erschaffen, denn wir können nichts erschaffen, das nicht Gott ist.